Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so eine kleine Mythic Plus Chest aufmachen. Ich war letzte Woche wieder fleißig, hab einen Key gebastelt und zwar habe ich ihn gemacht. Jetzt schauen wir mal, einen Elfer sogar. Ach stimmt, ich war in Freehold drin. War sehr, sehr lustig, kann ich euch sagen. Nicht, ja, wir haben es durchgestorben, aber mit einer tollen Random-Gruppe. Aber ich krieg wieder einen guten Loot raus, ich hoffe es zumindest. Denn ich brauche noch unbedingt ein Trinket und vielleicht einen Ring, der gut hochgerollt ist. Drückt mir bitte die Daumen. Trinket wäre top und das aus Freehold brauche ich. Ich werde es wahrscheinlich nicht kriegen, weil ich kriege wieder irgendwie Schuhe oder irgendwas, ne? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und. Oh, ist ein Trinket drin. Es ist, aber warte, das ist, glaube ich, das Falsche. Angelegt hat eine Chance. Okay. Oh, was es gibt? Crit. Okay, das müsste ich mir angucken, ob das vielleicht gut ist. Das könnte vielleicht nicht schlecht sein. Also muss ich schauen. Auf jeden Fall schon mal besser als jeder andere Slot, dass ich einen Trinket gekriegt habe. Und mein Item-Level geht hoch. 414 hätte ich theoretisch. Das könnte ich nämlich in der Theorie, könnte ich hier das 415er anlegen. Das 414er und irgendwo habe ich noch was los. Ich glaube, ich habe noch zwei Ringe, die 410 sind, ne? Ja, da wären wir auf 414. Das wäre schon mal schick an der Stelle. Oh, ich habe hier auch noch was ich skillen kann. Das nehme ich mit. Vermeidung und Dings oder Bugskin. Komm, wir nehmen die Bugskin, das finde ich besser. So, gut. Ja, schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Crit ist jetzt für mich kein Stat, den ich unbedingt als Druid Tank haben will. Ne, ich nehme ihn natürlich, klar. Aber defensiv ist er halt jetzt nie so prickelnd, deswegen freue ich mich so, nur so mäßig, aber zumindest geht es schon mal in die richtige Richtung. Ich habe ein Trinket bekommen und das kann ich auf jeden Fall gut brauchen an dem Slot. Gut, ja, das war's soweit. Mich würde interessieren, was ihr so aus der Kiste rausgekriegt habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.